Das ist unser Dachdecker Herr Kubutat. Er muss heute ein Flachdach neu verlegen und das Dach ist ungefähr 100 Quadratmeter groß. Bevor Herr Kubutat mit dem Verlegen anfangen kann, muss das Dach erstmal trocken und sauber sein. Aber wie und womit wird denn das Dach nun neu verlegt? Das wissen die Mitarbeiter der Firma Phoenix Dichtungstechnik. Die stellen nämlich Materialien her, die besonders gut für Dachabdichtungen sind. In dem Betrieb arbeiten 260 Mitarbeiter. Somit ist es ein mittelständisches Unternehmen, das einen Jahresumsatz von 70 Millionen Euro erwirtschaftet. Und da die Phoenix Dichtungstechnik schon seit 30 Jahren Dachabdichtungen herstellt, hat sie besonders viel Erfahrung und für jeden Dachaufbau die maßgeschneiderte Lösung. Ein sehr erfolgreiches Produkt sind die Resitrix-Verlegesysteme. Das sind verschiedene verschweißbare Dichtungsbahnen, die je nach Art des Daches und der Dachnutzung, wie zum Beispiel mit einem Gründach, zum Einsatz kommen. Das Material der Bahnen hat eine sehr hohe Alterungsbeständigkeit, ist dauerelastisch und das bei Temperaturen von minus 40 bis plus 120 Grad und obendrein auch noch umweltverträglich, weil es keine Weichmacher und Halogene enthält. Und diese Bahnen gehören zur Gruppe der Resitrix-Verlegesysteme. Da ist einmal die Resitrix Classic, die über 30 Jahre bewährte Dichtungsbahn, genau wie Resitrix MB, die speziell für die mechanische Befestigung geeignet ist, und die verschiedenen selbstklebenden SK-Bahnen. Und da Dichtungsbahnen nur so gut sein können wie der Werkstoff, aus denen sie bestehen, werden diese aus der Werkstoffkombination EPDM und polymermodifiziertem Bitumen hergestellt. Da ist zum einen der Grundwerkstoff der IPDM Kautschuk. Dem Rohkautschuk werden verschiedene Füllstoffe, Verarbeitungshilfen, Beschleuniger und Schwefel beigefügt. Diese homogene Werkstoffmischung wird in einem Kalanderprozess weiterverarbeitet. Aus diesem einzigartigen Gemisch erhalten wir im Vulkanisationsprozess dann unser ganz spezielles EPDM, welches im weiteren Produktionsschritt mit dem polymermodifizierten Bitumen beschichtet wird und am Ende eine Resitrix-Dichtungsbahn ergibt. Und die sieht so aus. Die obere Schicht der Dichtungsbahn ist das EPDM mit den integrierten Haftbrücken. An der Oberfläche des EPDM befindet sich eine Deck- und Dichtschicht, die eine extrem rutschfeste Oberfläche besitzt. Sie ist hoch UV-beständig, schrumpffrei sowie dauerhaft elastisch. Deshalb ist EPDM als Oberflächenschicht besonders gut geeignet. Als Verstärkungseinlage dient ein Glasgelege, welches das Material noch stabiler werden lässt. Die unterseitige Schicht ist das polymermodifizierte Bitumen. Bitumen lässt sich besonders leicht erwärmen und ermöglicht somit eine einfache Nahtverschweißung. Und das ohne offene Flamme. Das freut den Dachdecker und auch die Versicherungen. Am Bahnenuntergrund befindet sich noch eine Trennfolie, die bei den selbstklebenden Varianten wichtig ist, damit diese nicht gleich am Boden haften bleiben. Damit wurden die Vorteile der Materialien EPDM und polymermodifiziertes Bitumen zu einer Resitrix-Dichtungsbahn zusammengebracht, welche sich von herkömmlichen Bahnen deutlich unterscheidet und damit im Markt einzigartig ist. Bevor die Bahnen verlegt werden können, muss unser sauberes und trockenes Dach erstmal mit einer passenden Flächengrundierung FG35, wie das Wort schon sagt, grundiert werden. Bei größeren Dächern nimmt man ein Spritzgerät, weil es schneller, leichter und damit auch sparsamer ist. Für unser Dach reicht aber die Lammfellrolle, die partiell die Grundierung verteilt. Das ist genug, so spart Herr Kubutat Zeit und Geld. Schon nach 35 Minuten ist die Grundierung trocken und es kann weitergehen. Jetzt beginnt die eigentliche Verlegung. Dafür bekommt Herr Kubutat Unterstützung von Herrn Zügern, denn zu zweit lassen sich die Bahnen leichter und schneller verlegen. Nicht immer passen Bahn- und Dachmaße überein. Das ist kein Problem, denn die Bahnen können in Breite und Länge angepasst werden. Es gibt nur ein Oben und Unten und kein Rechts und Links und Vorne und Hinten. Das ist wirklich praktisch. Wenn die Bahn an gewünschter Stelle liegt, wird die Trennfolie abgezogen und die nächste Bahn wird verlegt. Und dann noch eine und noch eine. Damit keine Blasen entstehen und das Dach auch schön faltenfrei ist, werden die Bahnen mit einem Besen angedrückt und glatt gestrichen. Das sieht schon einmal sehr gut aus. Für die aufeinanderliegenden Bahnen befindet sich auf jeder Bahn am Rand eine aufgedruckte Markierung. So weiß Herr Kubutat genau, wo er die nächste Bahn anzulegen hat. Am Bahnenrand überlappen jetzt die beiden Bahnen genau 5 cm.
Und damit diese nicht gleich miteinander verkleben, ist nur noch der Bahnenrand mit einer durchgängigen Spezialtrennfolie versehen. Auf diese Weise lässt sich das Dach schnell und einfach verlegen. Jetzt beginnt aber das eigentlich Besondere. Mit einem üblichen Heißluftschweißgerät aus dem Dachbereich werden die Bahnen miteinander verschweißt. Das Gerät wird dafür an die überlappende Stelle gebracht. Und nun passiert Folgendes. Die selbstklebende Schicht der Bahn zusammen mit der Spezialfolie verflüssigt sich und verschmilzt mit der unteren Bahn. Das Ganze passiert durch Temperatur, Druck und Zeit. In der Grafik sieht das dann so aus. Die Hitze bringt das polymermodifizierte Bitumen der oberen Bahn zum Schmelzen. Der Druck presst die beiden Bahnschichten zusammen. Und die Zeit, die benötigt wird, damit das EPDM mit dem polymermodifizierten Bitumen verschmelzen kann. Was jetzt am Ende austritt, ist eine Schweißraupe. Die ist wichtig, da sie die optische Kontrolle, nämlich die Dichtigkeit der Naht, darstellt und gleichzeitig vorgibt, in welcher Geschwindigkeit Herr Kubutat das Heißluftgerät über den Bahnenrand fortbewegt. Wenn die Schweißraupe zu sehen ist, ist die Naht dicht. Ist keine Schweißraupe zu sehen, ist die Naht nicht dicht. Diese einfache und sichere Nahtverschweißung wird erst durch die Werkstoffverbindung von EPDM und polymermodifiziertem Bitumen möglich. Und das Resultat? Die beiden Bahnen sind mit Sicherheit absolut dicht und für die Ewigkeit miteinander verbunden. Dies zu prüfen, kann sich Herr Kubutat nun sparen. Aber nicht immer liegen die Bahnen so nebeneinander. Da gibt es auch noch die Stellen, an denen drei Bahnenränder übereinander liegen. Das nennt sich T-Stoßausbildung. Nachdem die Trennfolie entfernt ist, wird mit einem Handluftschweißgerät der Bahnenrand nach dem gleichen Prinzip wie schon bei der Parallelbahn erhitzt und miteinander verschweißt. Durch das Verschmelzen werden alle Hohlräume ausgefüllt und somit sind keine zusätzliche Verklebung oder andere Arbeiten nötig. Das spart wiederum sehr viel Zeit und freut Herrn Kubutat. Nun besteht ein Dach aber nicht nur aus geraden Bahnen, sondern aus Schornsteinen, Kehlrinnen, Ausbildung oder Anschlüssen an aufgehende Bauteile. Das geht mit Resitrix auch ganz einfach. Die variierbare Verlegemethode dieser Bahn ermöglicht Herrn Kubutat, die erforderlichen Detailausbildungen mit einer scharfen Schere in die gewünschten Formen zu schneiden. Für besonders aufwendige Dächer gibt es schon entsprechend fertige Resitrix-Formteile, die dann angeliefert werden. Für unser Flachdach aber wird Herr Kubutat aus den Resten der Bahnen seine gewünschten Zuschnitte ausschneiden. Auf diese Weise hat er kaum Materialverlust. Und darüber ist Herr Kubutat natürlich sehr glücklich. So ist mit dem Resitrix-Verlegesystem jedes Dach, ob groß, klein, schräg, flach oder begrünt, mit Sicherheit einzigartig abgedichtet.